Zuschauer, das hier erfordert jahrelange Übung, absolute Konzentration oder auch nur einen kleinen, dünnen, unsichtbaren Nylonfaden. Ja, zugegeben, hier haben wir ein bisschen getrickst, aber wie sieht es wohl in diesem Internetvideo hier aus? Was als harmloses Seniorenballspiel anfängt, endet schier unglaublich. Der Mann im Video kickt einen Fußball blind mit der Hacke auf einen rotierenden Basketball. Ist das machbar oder ein Fake? Galileo Fake-Checker Till Haase will es herausfinden und analysiert das Video. Also der Trick ist auf jeden Fall der Hammer. Keine Ahnung, ob das wirklich möglich ist oder ob es ein Fake ist. Das Video ist relativ schlecht gedreht, also es sieht eher hobbymäßig aus. Das größte Problem für mich im ersten Moment ist, dass der Typ diesen Ball Ewigkeiten auf seinem Finger drehen lassen kann. Mindestens 8 Sekunden dreht sich der Ball im Video. Also Ball auf dem Finger balancieren hat ja jeder schon mal versucht. Ich auch, meist vergeblich. Also mit ganz viel gutem Willen so eine Sekunde kriegt man vielleicht hin, aber so richtig eher nicht. Tills Selbstversuch ist gescheitert. Der Galileo-Fake-Checker braucht professionelle Hilfe. Die holt er sich von Jungs, deren Leben sich um Bälle dreht. Den Basketballstars des FC Bayern München. Die Bayern-Basketballer spielen in der zweiten Bundesliga. Ihnen gelingt mit Basketball fast alles. Finden Sie auch heraus, ob das unglaubliche Internetvideo echt ist oder ein Fake? So. Nicht schlecht, oder? Ich habe keine Ahnung, wie der Typ das gemacht hat. So schlecht. Habt ihr eine Idee, wie man das hinkriegen könnte? Das wird schon schwierig, das. Also mit einem Bein, mit einem Ball kriegt man es hin, aber. Versuchen kann man es. Ich würde jetzt einfach gerne mal wissen, wie lange kriegt man das überhaupt hin, so einen Ball auf den Fingern zu spinnen. Wir machen jetzt hier mal einen kleinen Wettbewerb. Auf die Plätze, fertig, los. Weg bei 8. Da haben wir noch. Darauf. 14:31. Die Basketballer haben es vorgemacht. 14 Sekunden Balldrehen sind möglich. Dieser Teil des Videos ist also kein Fake. Wie sieht es aber mit dem nächsten Problem aus, dem Ballstapel? Die Bayern-Basketballer nehmen auch diese Herausforderung an. Der Ballstapel klappt schon nicht mehr so gut. Ganz klar, das Internetvideo hat's in sich. Ist doch alles ein Fake? Der Mann im Video legt schließlich den Ball nicht nur auf den anderen, sondern kickt ihn sogar blind hinter dem Rücken. Die Basketballer versuchen sich als Fußballer. Aber wie im Video sieht es eindeutig noch nicht aus. Okay, wie lange würdet ihr brauchen, bis es irgendwann vielleicht mal funktionieren würde? Es ist richtig schwer, ja. Aber vielleicht klappt das ja einmal. Und man versucht es irgendwie 4, 5 Jahre und einmal klappt es halt. Also ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall ein Fake ist. Ja, denke ich auch. Also keine Chance, dass der irgendwie der Ball in den Nacken gelegt wird und dann noch von hinten so hochgekickt wird, dass er genau auf den Ball fliegt und dann auch noch oben drauf bleibt. Also ich denke, keine Chance. Das ist ein Fake. Und das Urteil der Sportler ist eindeutig. Aber Fake-Checker Till gibt noch lange nicht auf. Die Körperartisten vom Verein Free Arts of Movement zeichnen sich durch Körperbeherrschung, Gleichgewichtsgefühl und spektakuläre Tricks aus. Haben Sie die Lösung für Till? Hallo, guten Tag, ich bin Till. Ich brauche mal eure Hilfe, glaube ich. Ich habe hier im Internet ein Video entdeckt. Boah, krass. Der klebt ja drauf. Yeah. Ja. So, erstmal die Frage, könnt ihr euch vorstellen, dass es funktioniert? Ja, unmöglich. Probieren wir es aus. Ja, das geht schon. Das Balldrehen haben die Jungs drauf. Was ist mit dem Ball auf Ball stapeln? Hey. Was? Zeig mal. Die Artisten trainieren ständig neue Tricks. Ihr Geheimnis ist Teamarbeit.
Verpasst du dem oberen Ball auch Speed? Oder ist nee, ich lege ihn einfach nur ganz, ganz ruhig drauf und versuche halt genau oben die Mitte zu treffen. Okay, der Trick ist also mehr die Mitte zu treffen, als genau, dass der Ball sich schon mitdreht. Weil mit drin tue, dass ich dann automatisch immer gesehen habe. Okay, und unten ist wahrscheinlich einfach wichtig, viel Geschwindigkeit zu haben, oder? Genau, unten festen Stand zu zeigen. Noch einmal. Also ich finde es ziemlich ein Hammer schon. Mit viel Training und Geschick ist der Ballstapel also machbar. Der entscheidende Baustein fehlt allerdings immer noch. Und jetzt mal ganz, also das mit dem Kick hinten oben rüber, stelle ich mir gerade noch ziemlich unmöglich vor, wenn ich ehrlich bin. Ich denke, wenn man den Kick schafft, dann wirklich mit jahrelanger Übung. Weil man, ich sehe es jetzt mit dem Draufwerfen, es ist sauschwer, da die Mitte zu treffen. Ja. Und dann das mit dem Kick. Also. Macht genau dieser Kick das Video zum Fake? Achim kann zwar super Ball drehen, aber der Fußkick klappt eher bei Benny. Der Kick ist einfach echt schwierig. Viel, viel Übung und selbst dann wird's schwierig. Okay, einmal hier muss er landen. Komm. Okay, ich probier's. Hier hin. Okay, fast. Vielleicht kriegt es zu zweit hin. Ja. Naja, also ich glaube, ich brauche auf jeden Fall einfach jemanden, der das mit diesem Kick hinkriegt. Ist der Kick ein Fake? Till sucht weiter. Seine letzte Hoffnung heißt Peter Gerber. Der ist Profi-Jongleur und ehemaliger Juniorenweltmeister. Die Keulen beherrscht Peter vor und hinter dem Körper mit Händen, Kopf und Füßen. Auch der Keulenkick hinter dem Rücken funktioniert auf Anhieb. Peter scheint wirklich alle Voraussetzungen zu haben, um das Video nachzustellen. Ich bin unglaublich beeindruckt. Das ist echt der Hammer. Aber ich habe hier was, das ist echt noch eine Nummer härter. Guck dir das Video bitte mal an. Dann bin ich ja mal gespannt. Wow. Ja, das ist ein Hammer, ne? Traust du dir das zu? Also, das ist echt eine harte Nummer, aber ich kann es mal probieren. Ja, gar nicht schlecht. Also, drehen tut er sich auf jeden Fall schon mal. Guck mal, jetzt kommt ein zweiter Ball ins Spiel. Statt mit Basketball und Fußball arbeitet Peter mit Gummi und Filzball. Das sieht ziemlich gut aus. Noch eine Gewohnheitssache. Und tatsächlich, ohne Probleme balanciert Peter zwei drehende Bälle aufeinander. Der Jonglier-Profi nimmt diese Hürde locker. Fehlt noch der Meisterkick. Die Fähigkeiten scheinst du echt zu haben. Die Frage ist jetzt echt, kriegst du den zweiten Ball auf den anderen draufgeschossen? Also ich würde sagen, ich versuch's. Ja. Aber ich versuche erstmal von vorne. Und los geht's. Ja, fast. Die Herausforderung bleibt eindeutig der Kick. Mit seinen gewohnten, extra griffigen Jonglierbällen unternimmt Profi Peter die ersten Versuche. Besser gesagt, Fehlversuche. Ganz im Ernst, Peter, das ist echt beeindruckend. Aber bei aller Liebe, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass du den da wirklich hochgekickt kriegst. Vor allem das mit der Hacke, das ist nochmal komplettes Neuland für mich. Ja. Kriegst du das hin? Ich brauche nur ein bisschen Zeit. Ja? Die Zeit kriegst du. Ich gebe mein Bestes. Richtig überzeugend klingt das noch nicht. Kann Peter den Trick schaffen oder wurde im Video doch geschummelt? Galileo Fake Checker Till geht nochmal auf Spurensuche im Internet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Fake ist. Das ist eine fließende Bewegung. Da ist an keiner Stelle, ich habe jetzt noch ein paar Mal vor und zurück gespult, irgendwas von dem Schnitt zu sehen. Kein versteckter Videotrick, aber doch ein neuer Hinweis. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen über diesen Typen aus dem Video recherchiert. Dan Menendez heißt der. Und es gibt ein super interessantes Video von dem hier im Internet. Dan Menendez from Santa Cruz. Dan, come on out here. Ja, also das ist auf jeden Fall kein Opi, der irgendwie im privaten Kämmerlein in seinem Keller irgendwie mal ein bisschen mit dem Ball rumtrainiert hat, sondern das scheint echt ein professioneller Jongleur zu sein, der auch Auftritte hat als Stars in irgendwelchen Talkshows in den USA. Mhm.
Wer das kann, beherrscht möglicherweise auch unseren unglaublichen Balltrick. Der Tag der Entscheidung. Das Video dient Peter als Vorbild. Nicht nur was den Trick betrifft, sondern auch die Kulisse. So muss das gleich ungefähr aussehen und dann musst du vor allem den Trick schaffen. Ich bin echt gespannt. Das wird der härteste Teil, ja. Alles klar, legen wir los. 2 Wochen hatte Peter Zeit, aus Balldreh, Ballstapel und Kick eine flüssige Bewegung zu machen. Auch für einen Jonglierprofi keine üppige Vorbereitungszeit. Perfekt. Jetzt wieder genau auf die Höhe und dann könntest du jetzt so loslegen und es könnte funktionieren. Okay. Ich bin echt gespannt. Dann hoffe ich mal auf einen guten Dreh, oder? Ja, auf einen sehr guten Dreh. Für die perfekte Kopie muss das Outfit stimmen. Ganz wichtig, weiße Tennissocken. Konnte Peter den Trick aus dem Video knacken? Los geht's. Die Zeit läuft. Und läuft. Trick hat's in sich. Spuren von Resignation? Wenigstens schon mal getroffen. Nein, Peter gibt nicht auf. Er ist nah dran. Seine Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Peter schafft den unmöglichen Trick. Jawohl, super geil. Hier zum Vergleich: Originalvideo aus dem Internet und Galileo Nachdreh. Damit ist bewiesen, der Beitrag ist nur was für echte Spezialisten, aber kein Fake.